Das kann man fast nicht einfach pauschal mit Ja und Nein beantworten, weil Sterben ist ein Individuum drin, ist ein ganzes Leben dabei. Aber schlussendlich rede ich hier über unsere Palliativpatienten, die wir ja einen ganzen Weg begleiten, umhüllen, indem wir ja alles lindern, was sie haben, das Symptom, Schmerzen, Atemnot. Von dort haben unsere Patienten wenig Leiden und können sich entsprechend in der Familie gut vorbereiten, aufs Sterben friedlich vorbereiten. Und in der ganzen Schlussphase, wenn das Leiden so hoch war, ist der Wunsch, dass man endlich sterben darf und der Frieden suchen darf, so gross, dass es auch ein sehr inniger Moment ist, der Sterbensprozess, und mit sehr viel Frieden verbunden ist. Das hören wir auch aus den Nahtoderfahrungen, die viel Licht sehen am Ende des Tunnels. Und von dem muss man klar sagen, in dem heutigen Umfeld mit uns ist Sterben nicht verbunden mit Schmerzen.